Ein schlammtastisches Hallo, liebe Freunde, ich grüße euch. Heute gucken wir uns nochmal die 1.18 Generation so ein bisschen genauer an, denn hier bei dem Punkt muss ich euch heute einfach etwas demonstrieren, was ich einfach abnormal gut finde. Denn wie man schon anhand des Titels oder Thumbnails sehen konnte, Minecraft hat mit dem 1.18 Update oder wird mit diesem Update etwas schaffen, was bei den bisherigen Updates immer unmöglich war. Und zwar, dass man keine neue Welt mehr erstellen muss, um dieses Update genießen zu dürfen, und man braucht auch keine nicht erkundeten Chancen mehr sozusagen, um die ein oder anderen Features zu finden, wie zum Beispiel neue Höhlen oder das neue Bedrock-Level, wie auch immer. Und das wollte ich heute einfach mal dank der neuesten Bedrock-Beta demonstrieren. Das gleiche gilt natürlich auch für die Java-Edition direkt mal vorab. Aber das muss ich euch heute einfach mal zeigen, was für eine riesen Arbeit sie wirklich geleistet haben und jetzt bereits schon in der letzten Beta das Ganze so weit möglich gemacht haben, dass das einfach unglaublich gut aussieht. Und genau das schauen wir uns jetzt sofort an. Vorher noch gerne abonnieren, falls du hier neu auf dem Channel unterwegs bist. Ist kostenlos und du verpasst keine News mehr. Und gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, wenn dir das Video denn gefallen sollte. Besten Dank. Ja, wie eben schon kurz erwähnt, wir befinden uns ja gerade auf der Bedrock Edition, um genau zu sein auf der Windows 10 Edition, in der neuesten Bedrock Beta, Beta 1.17.40.21, und das hier ist gerade noch eine ganz normale 1.17 Welt. Das heißt, ich habe diese Caves und Cliffs Features einfach mal nicht aktiviert, um euch erstmal Folgendes zu zeigen, was mit den neuen Höhlen und auch mit den neuen Bedrock Level zu tun hat, was einfach insane ist. Also wie sie das gemacht haben, es war zwar zu erwarten, aber ich muss persönlich zugeben, dass ich dachte, dass das, was sie jetzt hier gemacht haben, nur in nicht erkundeten Chance, wie auch beim 1.17 Update funktioniert. Also, kleine Demonstration. Wir bauen uns jetzt einfach mal wirklich straight nach unten. Ich weiß, es ist eine Regel, die man eigentlich niemals in Minecraft brechen sollte. Aber wir machen das einfach mal bis zum Bedrock Level unten. Und hier ist dann normalerweise immer Schicht im Schacht, ne? Man trifft irgendwann auf Bedrock, hat hier noch so ein bisschen Deep Slate an die Seed, normales Stein, ihr wisst schon. Und ja, theoretisch kann man den Block hier dann noch nicht mal abbauen, nur im Creative Mode. Und irgendwann bricht man dann durch den Untergrund und landet dann im sogenannten Void. Und hier endet halt, ja, die Minecraft-Welt, also beim Layer 0 sozusagen oder ein bisschen weiter drüber, endet halt sozusagen deine Welt und du kommst nicht mehr weiter runter. Und für die Unwissenden unter euch, mit dem 1.18 Update wird die Bauhöhe in Minecraft ja erhöht und auch vertieft sozusagen. Dementsprechend geht es jetzt bis zu minus 64 und jetzt zeige ich euch einfach mal, wir bleiben mal genau an dieser Stelle stehen, in dieser Welt hier, und aktivieren jetzt einfach mal das 1.18 Update und gucken mal, was die Minecraft-Developer da so gemacht haben. Das bedeutet, wir nehmen hier unsere, in Anführungsstrichen, Survival-Welt jetzt einfach mal, die wir jetzt schon 10 Jahre haben als kleines Beispiel, können dann hier auf den Stift klicken, scrollen ein bisschen runter und können dann hier noch in der Beta Höhlen und Klippen aktivieren. Das sind natürlich diese experimentellen Funktionen aktuell noch, weil es halt eine Beta ist. Die Welt wird auch direkt für uns kopiert, ne? Da haben wir immer noch unsere 1.17 Version davon, und jetzt gucken wir mal, wie die Stelle so aussieht, wo wir dann gerade stehen geblieben sind. Und surprise, surprise, unter uns ist kein Bedrock mehr, sondern Deep Slate. Und wir können uns jetzt noch viel, viel weiter runterbauen bis zu minus 64. Und mit etwas Glück treffen wir vielleicht sogar, wie hier, in diesem Fall auf eine Unterwasserhöhle. Guck mal hier, da haben wir da schon Gold, Redstone und auch ein paar Dias. Und das ist halt einfach das Insane an dieser ganzen Sache. Für die Leute, die nicht verstehen, warum ich gerade so ausflippe, das, was sie hier gerade möglich gemacht haben, war in einem erkundeten Chunk. Das heißt, wir haben diesen Chunk schon erkundet und den zu aktualisieren war vorher eigentlich nie möglich. Das heißt, eigentlich erst in neu erkundeten, also in neuen Chunks, die wir noch nie gesehen haben, noch mehr Dias, würde das Ganze erst funktionieren normalerweise. So war es auch beim 1.17 Update. Und jetzt geht es auch in erkundeten Chunks. Und jetzt ist natürlich die Frage, hey, Gaming Guides, ich habe da jetzt in meiner Welt schon so eine riesen Mob-Farm und die ist ja an einer ungünstigen Stelle platziert worden. Was ist denn jetzt denn eigentlich damit? Also werden da irgendwie Blöcke ersetzt, die ich platziert habe? Oder wie sieht das allgemein mit der obigen, ja, World Generation aus? Und das gucken wir uns jetzt auch mal an. Ich habe mir jetzt hier einfach mal eine kleine Stelle rausgesucht. Wir sind jetzt gerade, by the way, wieder in der 1.17 Version. Also wir sind hier nicht im 1.18 Update, sondern in der 1.17 Version erneut. Und diese Koordinaten, die ihr oben links sehen könnt, die merken wir uns jetzt einfach mal. Und ich platziere jetzt einfach mal so ein paar rein Schleimblöcke hin und guck mal, ob wir, wenn wir unter anderem auf das neue 1.18 Update upgraden, so ein paar Blöcke verlieren, ob sie nur verschoben oder sogar ersetzt werden. Das ist jetzt die große Frage. Das ist dann halt das auch, was mit deinen Bauwerken passiert, ne? Wenn du jetzt hier in dem Chunk was gebaut hast, wird das ersetzt, verschoben? Geht das kaputt? Oder wie ist das Ganze? Und das testen wir jetzt mal. Ich platziere ja jetzt einfach mal ein paar Blöcke hin. Und dann gucken wir mal. Sonne, bleib oben bitte. So, ich habe mal so ein paar Slime-Block-Linien gezogen. Und ja, ich bin mal sehr gespannt, wenn wir uns jetzt hier unten ausloggen, wo wir denn ankommen, wenn wir jetzt in dieser Welt erneut das 1.18 Update aktivieren. Das ist eine spannende Sache. Bevor es aber sofort weitergeht, verehrte Freunde, geht hier nochmal ganz, ganz viel Liebe raus an die Jungs und Mädels von Shakes and Fidget. Da gibt es jetzt nämlich seit gestern für die nächsten 10 Tage einen sogenannten Legendary Dungeon, den du, sobald du Level 50 bist, erkunden kannst. Und hier
ist es wirklich deine Aufgabe, insgesamt 100 Etagen zu clearen, zu looten und auch die dabei erscheinenden Mini- und Endbosses zu töten. Und sobald du dies geschafft hast, also wirklich die 100. Etage geklärt hast, wartet am Ende ein legendäres Item auf dich, wovon es auch sogar sehr, sehr viele verschiedene Versionen oder Arten gibt, weswegen es sich auch lohnt, mehr als nur einmal diesen Dungeon zu absolvieren. Und falls ihr das gerne mal anspielen wollt, addet mich gerne auf Welt 50 und lasst uns dann gemeinsam einfach mal ein paar Legendaries farmen. Und solltet ihr, wie gesagt, Lust haben, einfach mal den Link in der Beschreibung abchecken und loslegen. Ich freue mich sehr auf euch. Okay, das ist interessant. Da, wo wir jetzt unsere Blöcke hin platziert haben, ist nichts passiert. In der Umgebung dahinter glaube ich allerdings schon, oder? Bin ich jetzt komplett bescheuert? Den Hintergrund hätten wir uns vielleicht auch mal was genauer anschauen müssen, aber hier haben wir auch ein sehr interessantes Dschungelbiom. Aber, wow, okay, da hinten haben wir auch direkt einen Tempel. Ich habe mir jetzt die Umgebung etwas ungenau angeguckt im Hintergrund, aber das hier scheint da auch definitiv schon verändert worden zu sein. Okay, hier geht's einfach mal krass. Ist das da Redstone? Hä? Okay, hier hat das Game irgendwie nicht so viel hinbekommen, aber guckt euch, ja, alles klar. Okay, ich habe kurz daran gezweifelt, ob das 1.18 Update wirklich an ist, aber es ist an. Ich finde es aber interessant, also da, wo wir unsere Blöcke platziert haben, ist nichts passiert und das ist gut. Das ist wirklich gut, denn unsere Bauwerke werden also darunter nicht leiden, dass sie das Unmögliche möglich gemacht haben. Und Minecraft, das finde ich sehr, sehr gut. Oder die Developer legen sehr viel Wert darauf, dass man mit den neuesten Updates immer seine heißgeliebte Welt weiterspielen kann. Und das machen sie möglich. Also ihr seht, die Slime-Blöcke haben nichts abbekommen, in keiner Form. Und wir haben das ja alles schon eben erkundet. Also die Chunks wurden auch generiert. Und hier ist nichts passiert. Und das ist sehr gut. Und das finde ich super. Mega große Props auf jeden Fall raus an die Developer, was jetzt auf jeden Fall bedeutet, zusammengefasst, dass wir keine neue Welt erstellen müssen, sobald das 1.18 Update draußen ist, die Welt sich aber trotzdem verändert und das nicht nur in nicht entdeckten Chunks, das war ja immer so ein großes Problem, sondern auch in Chunks, wo du schon warst und das ist einfach brillant. Und auch wenn hier so ein paar Sachen noch wirklich merkwürdig aussehen, wie zum Beispiel dieser Baum hier und so die ein oder anderen Generierungsmuster, ich hatte auch eben ein komplett gesplittetes Dorf, weil auf einmal eine Klippe war, aber hey, es ist cool. Es ist cool, es ist ja auch gerade hier noch die Beta und sobald das Update komplett Full Release hat, dann ist das Ganze natürlich auch alles behoben worden, aber jetzt schon mal an der Stelle ganz, ganz großen Respekt raus an die Developer und mittlerweile muss ich sagen, finde ich die Splittung auch an sich vom Update nicht mehr so schlimm, weil ich denke mal, beim 1.17 Update hat man schon gesehen, okay, du musst eine neue Welt erstellen, theoretisch, oder du hast noch irgendwo Chunks in deiner Welt, die du noch nie gefunden hast, ist eigentlich auch nicht schwer, weil die Welt ist ja quasi unendlich groß und da irgendwas zu finden, wo du noch nicht warst, ist gar nicht mal so schwer, aber trotzdem finde ich das hier, diese Lösung, noch um Welten besser. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt auf eure Meinung. Was sagt ihr zu dem Ganzen? Würde mich sehr interessieren. Schreibt es mal in die Kommis. Ansonsten noch einen schleimtastischen Resttag. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen, Freunde. Ciao.